wir nicht alle schon wieder kleine Kinder sein und in den Kindergarten gehen und dort leben? Vielleicht ja, vielleicht nein. Wie dem auch sei, das ist das, was wir heute machen. Wir spielen Roblox Daycare und fahren in eine Kindertagesstätte und leben dort mit unseren Freunden. Falls ihr neu hier seid, dann abonniert gerne den Kanal, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Die kommen übrigens immer um 15 Uhr. Und dann würde ich sagen, let's go. Okidoki, wir gucken mal, in welchem Bus wir noch einen Platz finden. Hier sind schon 5 Spieler drin. Wie sieht es da drüben aus? Da ist nur einer. Okay, ich denke, das hier ist the place to be. Bus A, okay? Wir sind hier, wir sitzen da. Es ist aufregend. Es ist unser erster Tag in der neuen Kindertagesstätte. Und here we are. Klar? Es ist ein bisschen komisch, dass wir nachts hier sind. Will ich jetzt gar nicht sagen. Es ist ein bisschen merkwürdig, es ist dunkel. Aber vielleicht sind wir einfach so früh morgens da angekommen, weil unsere Eltern zur Arbeit müssen. Hier schreiben die anderen. Hi. Lilly. Hallo, mein Name ist Lilly. Ich kümmere mich heute für die nächsten 2 Tage um euch. Wir sind hier für mehrere Tage. Aufregend. Alles klar. Komm, lass uns reingehen. Okay. Ich bin gespannt, wie es da drin aussieht. Ich war schon so lange nicht mehr in der Kindertagesstätte. Ich bin so aufgeregt. Boah, das ist richtig cute. Okay, willkommen hier drinnen. Fühlt euch frei, hier alles zu erkunden. Oh mein Gott, wir haben einen Kamin. Okay, okay, okay. Wir haben so viel Spielzeug. Wir haben hier das ist die Fernbedienung. Okay, sick. Wir können Fernsehen gucken. Was ist das? Eine Taschenlampe? Keine Ahnung. Und Globus. Können wir den drehen? Was ist das? Das ist eine Roblox-Welt. Hier ist ein Sofa, ein Aquarium. Oh mein Gott. Das sind die besten Treppen aller Zeit. Oh, okay, okay. Ich nehme an, das ist die Cafeteria, wo wir essen. Dann geht's hier hoch, die Regenbogentreppen zu... Oh, ich nehme an, das ist ein Jungs- und Mädchenzimmer. Ich gehe mal in ein Mädchenzimmer rein. Okay, erstmal so richtig süß, dass die nicht komplett getrennt sind, sondern nur alles ein zusammenhängendes Zimmer haben und dann die Farben unterschiedlich. Und ich möchte oben schlafen, okay? Ich habe das Bett hier für mich markiert. Nur damit die anderen Bescheid wissen. Hier ist ein Alarm, da freue ich mich nicht drauf. Ich gehe wieder aus meinem korrekten Ausgang raus. Was gibt's hier noch? Hier gibt's noch einen geheimen Schrank. Ihr seht hungrig aus. Lass uns zum Essen gehen. Oh, ja. Hallo. Mein Magen die ganze Zeit schon am Grummeln. Ich bin so hungrig. Was würdest du gerne essen? Einen Burger, eine Pizza, ein Taco oder ein Sandwich mit verdächtig aussehenden Tentakeln und einem Auge? Ich glaube, ich nehme den Burger. Alrighty. Es sieht aus, als ob Burger das Voting gewonnen haben. Yes. Oh mein Gott, die anderen haben auch gewotet. Ich bestelle uns jetzt welche. Okay, wir schauen hier erstmal Fernsehen. Oh, das muss das Essen sein. Lass mich mal kurz gucken. Perfekt. Ich bin schon so hungrig. So, Kinder, bitteschön. Ah, perfekt. Lecker Burger. Genau, was ich gebraucht habe für meinen leeren Bauch. Wir sollten jetzt aber wirklich schlafen. Okay, Lilly, weißt du was? Da hast du recht. Ich mache immer gerne einen Verdauungsschlaf. Nein, wir wollen noch spielen. Ich meine, sie hat einen Punkt. Ich würde auch gerne noch spielen. Okay, ich dachte, es wäre ein Geheimgang. Ich habe mich schon gefreut. Aber wie cool. Alles klar, gut, dann bleiben wir doch ein bisschen wach. Okay, perfekt. Dann können wir noch spielen. Ich kann noch mal rutschen. Und dann geht's nachher schlafen. Oh, die habe ich geliebt, die Dinger als Kind. Wo man so lange gehüpft hat. Ich weiß zwar nicht genau, warum und was es bringt, außer dass man hüpft. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Okay, hier können wir malen. Aber können wir nicht, weil keiner die Malsachen noch drin hat. Stromausfall? Kein Ding. Ich mache den Strom gleich wieder an. Ich bin ein bisschen beunruhigt. Ich habe Angst im Dunkeln. Ich habe Angst im Dunkeln. Lass mich hier raus. Okay, die Haustür ist da. Die ist einfach abgehauen. Ich verstecke mich im Bällebad. Da kann mich niemand finden und da kann mir niemand was tun. Ich bin einer der Bälle. Oh mein Gott. Was ist das da draußen? Oh! Leute, wir haben hier ein Monster. Alle Mann rennt. Okay, es ist gar nicht problematisch. Ich würde gerne... Oh! Ich würde einfach gerne hoch. Ich möchte mich oben verstecken. Ich möchte mein Bett. Es ist alles nur ein böser Traum. Es gibt keine Monster. Monster sind nicht real. Ja, ich lege mich hin. Ich lege mich hin. Ich lege mich hin. Ich lege mich hin. Lass mich hinlegen. Bitte. Okay, wir verstecken uns zusammen hier oben. Uns kann nichts passieren. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Jumpscare-Gesichtern, die kommen. Okay, das sind alles nur Halluzinationen. Wenn ich die Augen zumache, sehe ich überhaupt nichts mehr. Alles klar, die Lichter könnten sich eigentlich mal wieder beruhigen. Ich weiß gar nicht, wo ist unsere Kinder? Oh mein Gott, nein, 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 das Monster ist hinter mir. Oh mein Gott, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Okay, 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 wir rennen. Ich hätte mich im Bällebad verstecken sollen. Ich hätte mich im Bällebad verstecken sollen. Oh, da ist das Monster. Ich hätte mich nicht im Bällebad verstecken sollen. Wo ist denn Lilly? Lilly, komm her, bitte hilf uns. Oh, hier ist die Küche. In die Küche kommt das Monster sicher nicht, oder? Warum kommt es denn hinter uns her? Okay, ich muss wissen, wo das Monster ist, damit ich dem Monster ausweichen kann. Ich muss hoch.
Perfekt, ich habe den Generator wieder angeschaltet. Lilly! Hier war ein Monster. Hey, hier war ein Monster, was uns angegriffen hat. Ja, das hat mich mies erwischt. Ich habe 45 Leben weniger. Was? Ein Monster? Ach, hör auf Quatsch zu machen. Komm schon, alle Mann, bitte jetzt ins Bett gehen. Okay, ich schätze mal. Geht in euer Schlafzimmer und dann sucht euch ein Bett aus. Okay, ich möchte gerne hier schlafen. Ich bin hier bereit und müde. Oh, endlich Zeit zum Schlummern. Oh nein. Oh nein. Die Lichter. Das ist nie ein gutes Zeichen. Die Lichter sind nie ein gutes Zeichen. Oh mein Gott, hat das jemand gesehen? Warte, was hat jemand gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ja, aber ich habe nicht ganz gesehen, was es war. Okay, es ist wieder irgendwas los. Es war das Monster. Oh mein Gott, ja, ich habe es auch gesehen. Bitte nicht schon wieder. Bitte kein Monster. Okay, bin ich hier irgendwo sicher? Kann ich hier irgendwo mich verstecken, wo das Monster nicht hinkommen kann? Oh, okay, ist der nächste Morgen. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Lilly. Kommt runter in die Cafeteria. Und dann gibt's Frühstück. Okay, alles klar. Hallo? Lilly? Ist noch jemand hier? Außer mir ist nur noch ein Kind hier. Wir sind zu zweit. Alle haben uns verlassen. Alle wurden vom Monster geholt. Heute gibt es Pfannkuchen. Wow, ich liebe Pfannkuchen. Oh, ich kriege nicht mal Gesundheit davon. Gut, Pfannkuchen sind wahrscheinlich nicht das gesündeste Essen der Welt. Das verstehe ich irgendwo. Aber, oh, bitte, bitte, was, wenn das Monster wiederkommt? Alles klar, Zeit zum Spielen. Spiele mit deinen Freunden. Welche Freunde? Welche Freunde, Lilly? Ich bin alleine hier. Ich bin alleine. Alle anderen Kinder sind weg. Wurden wahrscheinlich vom Monster gefressen. Ich bin hier ganz allein. Ich habe gestern schon gespielt. Ich bin nicht mehr... Oh. Lilly, wo sind die ganzen anderen Kinder hin? Kannst du mir das erklären? Hey, Leute. Ich bin kurz weg. Wie, du bist kurz weg? Wie, welche Leute? Ich bin der einzige Leute hier. Ronja? Du bist hier, um aufzupassen, dass jeder sich gut benimmt, okay? Lilly, immer noch. Kannst du mich sehen? Ich bin die einzige hier. Ich bin als einzige noch da. Alle anderen wurden vom Monster getötet. Lilly, lass mich nicht zurück. Nein, Lilly, lass mich mitkommen. Bitte, lass mich hier raus. Lass mich hier raus. No. Okay, kein Stress. Das kann jedem mal passieren. Ja, das Licht eckt wieder ab. Ich bin ganz alleine. Was ist hier los? Wahrscheinlich ist das Monster hier los. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay, ich lasse mich diesmal nicht erschrecken, okay? Ich weiß, das Monster kann Halluzinationen machen, wo das Gesicht kommt. Ich bin völlig darauf vorbereitet und ich habe keine Angst. Das muss das Monster von vorher sein? Ja. Ich bin halt allein. Ich komme hier eh nicht raus. Ich bin hier eingesperrt. Ich habe keine Ahnung, wie das Monster hier reinkommt. Die Dinge sind, wie die Dinge sind. Ich denke, von hier oben habe ich eine gute Aussicht auf das Ganze. Das Monster schleicht. Okay, klar. Super, danke, Monster. Super sneaky von dir mit deinen blöden... Gehst du einfach in den Kamin? What the hell? Warte, das Monster hat das Haus angezündet? Alles brennt? Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Beziehungsweise ich werde sterben. Lilly ist ja schon abgehauen. Ist das Monster noch hier? Okay, okay, da ist eine Feuerlöscher. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Luft anhalten. Au, 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 au. Feuerlöscher und... Okay, kein Ding. Gar kein Problem. Ich stoppe das Feuer. Ich bin alleine und ich bin ein Held, okay? Ich alleine rette die Kita davon abzubrennen. Und wenn Lilly mich nochmal alleine lässt, dann verklage ich sie, okay? So viel steht fest. Das kann doch nicht sein. Das ist doch unverantwortlich. So viel zu. Ich bin hier, um auf euch aufzupassen. Au! Da ist noch Feuer. Da ist noch Feuer. Hier, zack. Habe ich es geschafft? Nein, da ist noch Feuer im Sofa. Das Sofa brennt. Oh mein Gott, ich habe es nicht geschafft. Was? Das war nur noch das bisschen Sofa. Alles klar. Ich habe mein Bestes gegeben, okay? Ich habe versucht, das Feuer zu löschen. Alle meine Mitspieler sind vorher am Monster gestorben. Lilly hat mir nicht geglaubt, hat mich alleine gelassen. Das ist wirklich eine traumatische Geschichte. Wie dem auch sei, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann sehen wir uns im nächsten. Macht's gut. Tschüss.